Hey, Tammy. Hey. You ready? Bereit? Ja, ich bring's hinter mich. Erstmal musst du anfangen. Es tut mir im Herzen weh, wie sie sich mit den 30 Schritten zum Auto abplagt. Ich freue mich drauf, mit Chris zu der Klinik zu fahren. Dann kann ich an mir arbeiten. Ich habe mein Leben umgekrempelt. Es hat sich viel geändert. Ich bin aus der Beziehung raus, in der ich war. Warum hast du dich von Jerry getrennt? Er hat sich getrennt. Wirklich? Er hat mich verlassen. Ich wollte Dinge, die er nicht wollte. Einen Freundschaftsring, heiraten oder sich verloben. Bist du froh, dass mit Jerry Schluss ist? Tammy. Ich dachte, du bist glücklich mit ihm. War ich. Das war eine toxische Beziehung. Wenn man auf dicke Frauen steht, wieso sollte man ihnen dann beim Abnehmen helfen? Ich wünsche dir jemanden, der dich als Mensch liebt. Nicht, weil du sein Fetisch bist. Hast du mit Jerry noch Kontakt? Vor 2 Tagen hatte ich einen, wie soll ich sagen, schwachen Moment. Ich bin ziemlich sauer, dass Tammy nur wenige Tage vor dem Kuraufenthalt mit Jerry Kontakt hatte. Er ist ein Feeder. Ein Feeder ist jemand, der dich füttert und füttert, bis du so dick bist, dass dein Körper aufgibt. Solche Leute fahren auf Völlerei ab. Man kann sich massenweise Essen in den Mund stopfen. Das turnt sie immer mehr an. Meine größte Angst ist, dass es dir dort nach 2 Tagen nicht mehr gefällt. Das passiert schon nicht. Ich freue mich drauf, Leute kennenzulernen, die genauso dick sind wie ich. Vielleicht schließe ich ja Freundschaften. Auf manche Menschen wirke ich einschüchternd, weil ich so bissig schaue. Ich hoffe, du kommst hier in die Puschen, packst den Stier bei den Hörnern und machst das Beste draus. Bisher hast du dich ja allem nur verweigert. Ich mache das nicht zum Spaß. Dieses Mal hänge ich mich richtig rein. Dr. Smith will, dass ich bei der Kur mindestens 45 Kilo abnehme. Das möchte ich in 3 oder 4 Monaten schaffen. Das Personal dort wird mich unterstützen, aber letztendlich entscheide ich, wie viel ich esse und wann ich Sport mache. Ja, ich bin nervös, aber wenn ich nicht in diese Klinik gehe, sterbe ich. Und ich will nicht sterben. Ich hol deine Sachen. Diese Einrichtung ist eine unserer letzten Optionen, denn Tammy braucht Hilfe, die wir ihr nicht geben können. Tammy war schon in Pflegeheimen, aber die waren nicht das Richtige für sie. Sie kann anstrengend sein, wenn sie unglücklich ist. Hoffentlich gibt es diesmal keine Probleme. Sei nicht zu ätzend zu den Leuten. Verdammt, du kannst so böse sein. Denk dran, sie wollen dir helfen, auch wenn sie dich nerven. Ich bete dafür, dass Tammy in der Einrichtung bleibt und die Hilfe bekommt, die sie braucht. Wenn sie nicht tut, was sie tun sollte, frisst sie sich buchstäblich ins Grab. Hallo Familie, Zeit für einen Zwischenbericht. Mir gefällt's hier, bisher. Ich mag die Schwestern, sie verarschen mich, aber auf gute Art. Abendessen, Kartoffeln, grüne Bohnen, zuckerfreier Saft. Das Essen hier ist ätzend, es hat null Geschmack. Und die Portionen sind richtig klein im Vergleich zu dem, was ich gewohnt bin.
Hier kriege ich nur ein Sandwich. Zu Hause würde ich 3 oder 4 essen. Meine Knie knirschen, die Knochen knacken. Jede Übung, bei der ich aufstehe und mich wieder hinsetze, killt meine Knie. Noch ein paar. Mehr geht nicht, wegen meinen Knien. Ich hielt durch, solange ich konnte. Ich gebe nicht auf. Ich werde nicht das Handtuch werfen. Das ist der beste Schritt, den ich je gemacht habe. Jetzt bin ich Single und kann an mir arbeiten. Und ich muss mir keine Sorgen machen, ob mein Lover das, was ich mache, gut findet. Ich bin seit 2 Wochen in der Reha. Es ist hart, sehr hart. Der letzte Schritt war top. Mehr gehen, Rumpftraining, Armübungen, Beintraining, einfach alle Übungen. Normal sind für sie rund 20 Meter. Heute gehen sie etwas mehr. Durch die Nase einatmen, durch den Mund aus. Ich musste eine Menge Übungen machen und sollte mehr gehen. Sind Sie sehr erschöpft? Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Schlimmste. Ich strenge mich an, aber es fällt echt schwer. Als ich hierher kam, konnte ich nicht mal über die Türschwelle gehen. Aber ich habe dran gearbeitet, vom Rollator wegzukommen. Ich bewege mich jetzt mehr und bin nicht so schnell außer Atem. Klar, ich brauche noch immer den Sauerstoff. Aber es ist nicht mehr so schlimm. Okay, you ready? Here we go. Heute wiege ich mich. Wenn Sie draufstehen, lassen Sie Ihre Arme hängen. Ich bin nervös. Am Anfang meines Aufenthalts hier habe ich 313 Kilo gewogen. Dr. Smith wollte, dass ich 45 Kilo abnehme. Ich habe hart gearbeitet, weiß aber nicht, ob es sich gelohnt hat. 286,4. Und? Okay. Gut, das ist viel. Ja, das ist es. Ich habe fast 27 Kilo abgenommen, das hätte ich nicht gedacht.